Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wir Journalisten im 21. Jahrhundert haben es nicht leicht. Erstens ist unsere Bezahlung natürlich immer miserabel, dann werden wir von erregten Bürgern als Teil der Lügenpresse beschimpft und drittens verlieren wir in Zeiten des Internets den Überblick über Glaubwürdigkeit und Relevanz. Ist dieser Tweet von Angela Merkel zur Griechenland-Krise eine Eilmeldung wert? Ist jener Blog-Eintrag zur Russland-Ukraine-Krise glaubhaft? Um uns zu unterstützen, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Projekt Newsstream 3.0 ins Leben gerufen. Forscher und Journalisten arbeiten gemeinsam an Werkzeugen und Tools, um die tägliche Recherchearbeit zu erleichtern. Detektor FM-Redakteur Max Heke stellt das Projekt vor. Meine Recherche zum Forschungsprojekt Newsstream 3.0 beginnt natürlich im Internet. In meinem Browser sind ungefähr 45 Tabs geöffnet. Einschlägige Nachrichtenportale, Radios und Zeitungen sind darunter, verschiedene Blogs, Wikipedia, Facebook und Twitter. Auf meinem Twitter-Account geht alle 5 Sekunden ein neuer Tweet ein. Ständig sehe ich nach neuen Meldungen und springe zwischen den Seiten, obwohl ein Großteil der Quellen für meine Recherche irrelevant ist. Mit Newsstream 3.0 könnte sich das ändern, erklärt Daniel Stein vom Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme. Es geht im Prinzip darum, dass man im journalistischen Alltagsgeschäft mit einer großen Anzahl von eingehenden Nachrichtenströmen umgehen kann, dergestalt, dass man sich auf bestimmte Teilaspekte fokussieren kann, während automatische Verfahren monitoren, ob nicht noch gerade irgendetwas anderes Wichtiges passiert, auf das dass man jetzt seine Aufmerksamkeit verschieben sollte. Mit Newsstream 3.0 wollen die Beteiligten den Umgang mit Informationen im 21. Jahrhundert erleichtern. Es richtet sich an die Newsrooms der deutschen Redaktionen, in denen Nachrichtenticker im Sekundentakt News ausspucken und Fernsehbildschirme rhythmisch vor sich hin surren. Die Hauptrolle spielen automatisierte Verfahren. Sie sollen einen Teil der klassischen Recherchearbeit übernehmen. Wie diese Systeme aussehen können, daran forschen die Wissenschaftler um Daniel Stein. Ein Baustein ist das sogenannte Text Mining. Das ist ein computerbasiertes Verfahren, um geschriebene Texte auf ihre Bedeutungen hin zu untersuchen. Ganz automatisch sollen so Texte wie Pressemitteilungen, Reden, Regierungserklärungen oder Studien auf verschiedene Schlagwörter hindurchleuchtet werden. Welche Personen, Organisationen oder Themen werden in den Texten genannt? Die Struktur ähnelt der von Google. Wenn ich nach einem Begriff suche, durchforstet Google das Internet nach Treffern und listet sie mir auf. Mit Newsstream könnte ich als Journalist die Schlagwörter eingeben, die mich interessieren, und das System zeigt mir die relevanten Textstellen an. Newsstream soll aber noch mehr leisten, sagt Daniel Stein. Der zweite große Block ist die Audioverarbeitung, die dem Rechenschaft trägt, dass es mehr und mehr Nachrichtenströme halt auch im Videobereich oder aus dem Podcast-Bereich, Pressekonferenzübertragungen, Ähnliches, dass da also Inhalte in einer Form vorliegen, wo sie von dem Computer nicht direkt maschinenlesbar sind, sondern man muss halt erstmal eine Spracherkennung davor schalten. Vielleicht interessiert man sich dann noch dafür, welche Person gerade spricht, also schaltet man noch eine Sprechererkennung vor, um da die entsprechenden Informationen zu bekommen. Die automatische Spracherkennung ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Immerhin muss der Computer in der Lage sein, aus Schallwellen Sinnzusammenhänge herauszuhören. In unserer Muttersprache können wir das ohne Probleme, weil wir es von klein an gelernt haben. Und so muss auch die automatische Spracherkennung lernen. Die Forscher legen große Datenbanken an, die mit Wörtern, Phrasen und Sätzen gefüllt sind. Spiele ich der Software nun ein neues Interview vor, kann sie diese Datei mit der Datenbank abgleichen und mir dann anzeigen, worum es geht. In unserer alltäglichen Praxis funktioniert das manchmal schon ganz gut. Man denke etwa an Apples Spracherkennungssoftware Siri, die auch antworten kann. Für Newsstream wird es zusätzlich noch eine Sprechererkennung geben. Dann weiß das System, welche Person gerade spricht. Dafür werden die Merkmale von Stimmen untersucht. But I am convinced that no challenge poses a greater threat to our future and future generations than a changing climate. And that's what brings us here today. Insofern glaube ich, ist es wie immer und schon oft in diesen Krisenzeiten, dass die Mehrheit, die erforderlich ist, auch da ist und das zählt. Jede Sprecherin, jeder Sprecher hat eine bestimmte Sprechgeschwindigkeit, Tonhöhe und Betonung. Kennt man diese Merkmale, kann man akustische Fingerabdrücke anfertigen, mit denen die Stimmen genau identifiziert werden können. Wo dieses Tool zum Einsatz kommen kann, erklärt Cosmin Kabulea von der Deutschen Welle.
Man hat nicht nur einen Monitor, den man beobachtet, man hat 50 oder mehr und alles das parallel monitoren zu können, dafür braucht es schon Mannzahl, die so nicht jeder Newsroom aufbieten kann. Wenn man allerdings mit der Technologie einen Algorithmus oder einen Automatismus herstellen kann, indem man sagt, okay, ich möchte erst darüber informiert werden, wenn Frau Merkel oder François Hollande vor die Kameras tritt, dann nimmt das natürlich sehr viel Ressourcen oder gibt Ressourcen frei, die andersweitig verwertet werden können. Die Journalisten der Deutschen Welle arbeiten eng mit den Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts zusammen. Cosmin Kabulea und Daniel Stein tauschen sich regelmäßig über den Fortgang des Projekts aus. Daneben sind noch die Deutsche Presseagentur und ein Unternehmen aus Berlin beteiligt. Wie das fertige Produkt Newsstream 3.0 aussehen könnte, davon hat Cosmin Kabulea schon eine konkrete Vorstellung. Also es ist modular aufgebaut und das ist auch das Wichtige dran. Nicht jeder Newsroom braucht alle Module. Es gibt Redaktionen, die sind spezialisiert, wie Radioredaktionen oder TV-Redaktionen, die möglicherweise einige Module nicht brauchen. Das Ganze wird vermutlich eine browserbasierte Anwendung sein, so dass Sie über den Browser alle entsprechenden Analysen fahren können und das relativ unproblematisch. Schöne neue Recherchewelt. Bleibt nur die Frage, können wir den Maschinen vertrauen? Nicht, dass sie uns mit Falschinformationen versorgen, wie eine automatische Lügenpresse. Wissenschaftler Daniel Stein betont, die computerbasierten Systeme seien nur Unterstützer, nicht Entscheider. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, dass der Computer irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern es geht darum, dass der Computer eine Vorauswahl trifft an Daten, an Nachrichten, an so kleinen atomaren Informationsschnipseln, die einlaufen, sodass man dann sehr zügig mit Menschenverstand und Weltwissen da sich die entsprechenden Nachrichten draus zusammenstecken kann. Das sagt Daniel Stein, Projektkoordinator von Newsstream 3.0 im Beitrag von Max Hieke. Das Projekt soll die journalistische Recherche mit automatischen Tools erleichtern. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.